Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stehe vor Ihnen jetzt als Vertreter für ein Team und bin Geschäftsführer von Healing Souls International. Und ich möchte Sie mit einer Frage herausfordern. Und zwar, wofür möchten Sie, dass man sich an Sie erinnert? Und wir haben uns diese Frage beantwortet, ich mir auch. Und alle in meinem Team sagen, wir möchten nicht weniger als im Leben von anderen Menschen eine bedeutsame Veränderung bewirken. Und wie tun wir das nun? Wenn Sie schon mal in Ihrem Leben an Menschen geholfen haben, und das haben Sie ganz sicher alle, sei es im Privaten, in der Nachbarschaft, sei es als Ehrenamtlicher im Verein, sei es im Beruf mit Mitarbeitern, als Vorgesetzter oder vielleicht auch als professioneller Helfer, Sozialarbeiter, Lehrer in einem helfenden Beruf, dann kennen Sie das, wie erfüllend und sinngebend das ist. Und Sie wissen auch, wie schwer es manchmal ist, Nein zu sagen. Wo ist da die Grenze? Und was wir machen aus professionellen Helfern Rettungsschwimmer für seelisch belastete und auch traumatisierte Menschen. Was das bedeutet, sind zwei Dinge. Ein Rettungsschwimmer lernt zuerst, wie er selbst über Wasser bleibt. Wie geht er nicht unter, auch wenn die See stürmisch ist? Zum anderen auch, was ist die Grenze des Helfens? Ein Rettungsschwimmer soll nicht untergehen mit dem zu Rettenden. Und das sind Fähigkeiten, die leider oft bei professionellen Helfern fehlen. Wir veranstalten Weiterbildungen, die inspiriert sind von psychotherapeutischen und psychotraumatherapeutischen Methoden. Und das findet einen sehr guten Anklang. Die Helfer sind sehr dankbar dafür, denn häufig ist die Aufmerksamkeit auf der Seite der Betroffenen, auf der Seite der Flüchtlinge und anderen Gruppen, die im Fokus stehen. Aber die Helfer, auf deren Schultern das alles lastet, werden oft nicht gesehen. Und so haben wir in Nordbaden-Württemberg einen Standort aufgebaut. Wir blicken zurück jetzt auf ein Jahr Start-up-Phase, die wir nun wohl beendet haben und jetzt in die Skalierung gehen möchten. Standort in Berlin und München sind in Planung. Und etwa 10 Jahre Erfahrung gehen dem voraus in anderen Ländern, Indien, Kolumbien. Und diese Erkenntnisse haben wir mitgebracht, wieder nach Deutschland und lösen damit sich drängende Probleme, auch für große Verbände wie Diakonie und Caritas, deren Mitarbeiter für unsere Schulungen, so sagen sie, sehr dankbar sind. Und das ist es wohl, was wir tun. Es geht noch weiter. Und wir beraten natürlich auch bei Strukturmodellen und so weiter. Und wenn ich heute bei Ihnen jetzt im Gedächtnis bleiben kann als Vertreter für eine Gruppe, die noch idealistisch sind, dann war das schon ein guter Tag für mich. Dankeschön.